Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Talk mit mir. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Hannah. Hannah Secret, steht hier sonst auch. Ich spreche meistens über die Themen, über die sich nicht so jeder traut zu sprechen. Deswegen, falls ihr mich noch nicht kennt, lernt ihr mich jetzt kennen, ihr wisst es. Ihr dürft natürlich dem Ganzen jetzt schon mal ein Like geben. Wenn es euch gefällt, einen Daumen nach oben und natürlich schön in die Kommentare schreiben, ja, was eure Lieblingsthemen sind. Oder ihr dürft mich einfach nur grüßen oder euch wieder an meinen hübschen Socken erfreuen. Das haben nämlich viele im letzten Video auch getan. Die habe ich natürlich wieder an. Es wird frisch draußen. Deswegen macht es euch gemütlich. Holt euch was Leckeres zu trinken, lehnt euch zurück und viel Spaß bei diesem Talk. Ach ja, und by the way, ich habe mir nicht extra was zum Glänzen eingeschmiert oder so. Oder mich damit eingeschmiert, mein Gott. Es ist einfach eine neue Bodylotion und ich habe gerade gemerkt, dass die extrem in dem Licht glänzt. Sie hat einen Ölanteil in sich, aber gut. Bei der trockenen Heizungsluft ist das ja völlig okay. Also, dass man viel Feuchtigkeit der Haut zufügt. So, heute geht es um das Thema, habe ich nämlich ganz spannend in der Cosmopolitan gelesen. Und zwar erotische Fragen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie bei mir sind. Und zwar sind das 30 erotische Fragen, die es bei mir so richtig im Bett knistern lassen. Ich bin gespannt, ob sie bei mir knistern und ich bin gespannt, ob sie auch bei euch knistern. Ich denke, wir werden daraus wahrscheinlich zwei Parts machen, außer ich kann sie super schnell beantworten. Aber ansonsten denke ich, werden es zwei Parts werden. Fangen wir doch mal gleich an mit der ersten knisternden Frage. Was gehört für dich zum perfekten Vorspiel dazu? Perfektes Vorspiel für mich ganz klar. Ich muss mich wohlfühlen. Heißt, ich muss so fresh geduscht sein und so und mich in meiner eigenen Haut wohlfühlen. Also jetzt nicht gerade so irgendwie vom Sport kommen, völlig durchgeschwitzt. Ich weiß, es gibt auch Leute, die drauf stehen und so. Finde das spontan ja manchmal auch ganz cool, aber wenn ich dann so richtig, richtig vom Sport komme und ich meine so richtig und dann mache ich richtig Sport und schwitze extrem, möchte ich halt eigentlich nicht so gerne, dass mich jemand an sämtlichen Körperstellen mit dem Mund irgendwo antastet, weil dann schmecke ich nicht nur salzig, sondern stinke ich wahrscheinlich auch. Also Körperhygiene. Von meiner Seite aus, aber natürlich auch von der Seite meines Partners. Und als solches finde ich es halt cool, wenn beide dran Spaß haben. Also 69 finde ich natürlich super cool, weil da beide was von haben. Ansonsten natürlich die richtigen Fingerfertigkeiten und auch das Karate mit der Zunge sollte stimmen, würde ich mal sagen. Und ich mag halt auch ziemlich gerne verwöhnen, also das finde ich auch schön, wenn ich das machen darf. Du kannst ja schon mal reinschreiben, was für dich so dazu gehört. 2. Angezogen, Dessous, Panties oder nackt. Wie findest du mich besonders sexy? Ich finde mich besonders attraktiv selber. Ja, in schicken Dessous und wenn man mich ein bisschen auspackt, kann ich so sagen. Und bei meinem Gegenüber auch. Also nicht jetzt irgendwie Dessous, aber schon eine schicke Shorts, also eine schicke Boxershorts, finde ich ganz nett. Und dann so welche, die ein bisschen enger sind und nicht so flatterig, schlabberig, die mag ich gar nicht. Welche meiner Körperstellen macht dich am meisten an? Bei mir ist jetzt ein Geheimnis unter uns, ne? Also ich mag das total gerne hier am Hals so, wenn ich da irgendwie so gestreichelt werde, geküsst, wenn es so um das zärtliche Liebkosen geht, streichen ganz generell am Körper. Ja, ich mag meinen Bauch auch ziemlich gerne, also wenn der gestreichelt wird, das finde ich schön und die Oberschenkel. Beim Mann finde ich eigentlich ähnlich, also für mich sind halt die intimen Stellen gar nicht immer so die, die offensichtlich intim sind, sondern eher so dieses schmusige, kuschelige dahinter. Und dann kommt man sowieso dann langsam zu den reizenden Stellen. Muss halt nicht immer gleich Haut drauf sein, wisst ihr, was ich meine? Welche 3 Dinge gehen im Bett für dich gar nicht? Oh, das ist spannend. Das könnt ihr auch schon mal in die Kommentare schreiben. Also für mich ist auf jeden Fall sowas wie mit Körperflüssigkeiten in dem Sinne Fäkalien spielen. Das geht für mich wirklich nicht. Also so richtig spielen meine ich. Ja, irgendwie was mit Blut zu tun hat. Also klar, Periodenblut, das
kann mal passieren dabei, aber ich würde jetzt nicht wollen, dass das irgendwie so überall ist oder dass man damit spielt. Das ist jetzt halt auch nichts Schlimmes. Also ich finde es auch nicht eklig, gehört halt irgendwie so dazu. Und das Dritte müsste ich jetzt mal überlegen. Oh, ich glaube, wenn mein Partner oder meine Partnerin so krass behaart ist, dass man halt da gar nicht rankommt. Also Intimbehaarung ist völlig in Ordnung, aber wenn sie halt so lang ist, finde ich dann, nee, das ist dann nachher schon ungepflegt. Also ein bisschen gestutzt sollte es schon sein. Welche drei Dinge turnen dich am meisten an? Oh, Küssen. Oh ja, Küssen ist für mich so dieses Schalter-an-Ding. Küssen ist für mich auch das beste Gleitgel oder Gleitmittel, habe ich auch schon mal erklärt. Beim Küssen, also wenn man küsst, so innig, zärtlich und so, oh, dann finde ich immer gleich, ist man so richtig auf Modus. Also wenn man richtig gut küssen kann, ist super geil. Und halt gegenseitig, also nicht so einer macht irgendwie alles und der andere macht gar nichts. Also schön finde ich halt, wenn es gegenseitig ist. Das finde ich richtig schön. Und was macht mich noch an? Oh, spontane Sachen. Also spontane Sachen finde ich auch toll. Wenn er so hau drauf und egal wo, jetzt gib ihm. Also muss nicht immer, aber mal zwischendurch finde ich das schön. Welche Sextoys hast du schon mal ausprobiert? Oh ja. Das ist eine Frage. Welche habe ich noch nicht ausprobiert? Kann meine Liebsten sagen. Ich würde als allererstes den Zauberstab nehmen, dann den Satisfyer, Schrägstrich oder Womanizer und dann etwas, womit beide auch spielen. Also es sind alles eigentlich so Toys, die beide auch zusammen verwenden können oder womit beide auch zusammen Spaß haben können. Dabei würde als dritter Stelle, würde ich glaube ich, ein Plug oder irgendwie was sagen, womit auch beide irgendwie Spaß haben, weil ist ja auch schön, wenn es beim Verkehr halt ist, dass der drin ist, dann ist es für den Mann ja auch noch ein bisschen enger. Also deswegen würde ich sagen, einfach die drei. Siebtens, welches Spielzeug würdest du gerne mal ausprobieren? Da gibt es, glaube ich, keins. Also alle, die ich schon mal ausprobieren wollte oder alles, was ich ausprobieren will, probiere ich auch aus. Wer fleißig Fan von mir ist, weiß das. Und was ich jetzt nicht ausprobiert habe, wüsste ich jetzt nicht. Das sind, glaube ich, auch Sachen, die mich nicht so interessieren. Kommt ja immer mal wieder was Neues raus. Das finde ich auch spannend und gucke es mir an. Oder probiere es aus. Könnt ihr mal reinschreiben, was euch an Toys interessiert oder was ihr gerne mal ausprobieren würdet. Achtens, was sind deine Top 3 erogenen Zonen? So habe ich schon gesagt, der Hals. Hals auf jeden Fall. Und also so küssen, also auch Mund. So ganz anders halt, als man wahrscheinlich denken würde. Also Hals, Ohren, Mund und die Brüste, würde ich sagen. Wenn man da zärtlich mit umgehen kann auch. Ja, die drei werde ich sagen. Und streicheln, lecken, saugen, knabbern. Wie wirst du am liebsten berührt? Streicheln, lecken, ja. Aber da zum Beispiel nicht an den Brüsten, das mag ich nicht so gerne. Also wenn dann so richtig küssen und sanft daran so saugen, aber so dran rumlecken nicht. Da bin ich so empfindlich, glaube ich. Knabbern mag ich jetzt auch nicht so gerne. Und das Lecken dann halt eine Etage tiefer. Zehntens, dominant oder devot? Welchen Part willst du übernehmen? So oder so mag ich beides mal. Ich würde sagen, ich bin so ein Switcher. Ich mag gerne devot sein, aber ich mag auch gerne mal ein bisschen dominanter. Und dominant muss ja nicht immer gleich herrisch sein. Es kann ja auch eher so die Oberhand beim Spielen sein. Also eine dominantere Stellung zum Beispiel oder dass man so ja die Macht hat und damit so ein bisschen spielt, wenn man merkt, oh, er ist an dem Tag sehr gut drauf und kann zum Beispiel schon nach 3 Sekunden kommen und man das so ein bisschen ausspielt oder sowas. Das kann ja auch schon dominant sein. Fünftens, von welcher Sexfantasie hast du noch nie jemanden erzählt? Puh, ich glaube, da gibt es keine. Ich habe schon echt viel ausprobiert. Wirklich. Ja. Kann ich jetzt nicht so sagen. Das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe, ist zum Beispiel ein Swingerclub. Ich glaube, das ist etwas, wo ich sage, okay, ich könnte es mir mit dem richtigen Partner vorstellen und vielleicht so dieses Appetit holen und vielleicht im Club selber zusammen so swingen. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich
dann den Reiz hätte, mit jemand anderem das zu machen da, sondern einfach vielleicht nur dieses da so dabei sein. Aber weiß ich jetzt auch nicht, ob das was für mich wäre. Aber das könnte ich mir höchstens als so over-the-top-Fantasie vorstellen. Ansonsten habe ich einfach schon vieles gemacht. 12. Welche erotischen Tagträume hast du? Ich glaube, das geht halt auch in die gleiche Fantasie. Wobei, ich stelle mir schon manchmal vor, wenn ich so gelangweilt in Anführungsstrichen bin oder so, dass, keine Ahnung, ich dann halt einfach Lust habe auf jemanden oder auf mich selbst. Und der Gedanke daran macht so ein Gefühl von Glücklichsein irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, aber manchmal reicht ja schon, so eine Fantasie zu haben, um glücklich zu sein. Man muss gar nicht unbedingt das selbst machen. 13. Hast du schon mal ein Sexvideo aufgenommen und würdest du es gerne mal machen? Also da enthalte ich mich. Also die Frage geht wirklich zu weit. 14. Sex vor dem Spiegel, hot or not? Hot. 15. Mit welchem Promi würdest du gerne mal schlafen? Oh, ich habe schon mit so einigen verkehrt, beziehungsweise schon was gehabt. Und ich würde auch sagen, einer da war ein richtiger A-Promi, würde man vielleicht so sagen. Ja, doch. Aber ja, wie man so schön sagt, ich bin ein Gentleman und Gentlemen schweigen und genießen. Ich würde das nicht in der Presse breittreten. Ist nicht mein Stil. Aber ich glaube, dass viele Frauen super krass schreien würden. Ja, zumindest habe ich das eine oder andere Mal mitbekommen auf dem roten Teppich. Ja, ich würde sagen, das waren die ersten 15 Fragen. Und damit das Video nicht zu lang wird, ist das Part 1. Und nächstes Mal machen wir Part 2. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Bleibt schön anständig dabei in den Kommentaren, also nicht zu unanständig. Ihr könnt die fantasievollsten Wörter dafür nehmen, die ihr finden könnt, um jugendschutzfreundlich zu bleiben. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da oder gleich zwei. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann seid ihr auch im nächsten Video wieder dabei. Und in diesem Sinne sage ich einen dicken Kuss auf die Nuss und bis nächste Woche.